Der Dahaka. Er hat mich aufgespürt. Diese Dahaka-Fresse! Nein! So, vielleicht bekomme ich es jetzt einigermaßen episch hin. Du kriegst mich nie, du Elender! Dings! Wem habe ich es gezeigt? Nein! Bitte lass mich durch! Mein Schwert ist am Fass abgeprallt, fast too strong. Moment. Er verfolgt mich nicht mehr, nicht wahr? Naja, wie sollte er auch durch die Spalte passen? So fett wie der ist. Aber dann... Moment. Ich lass mir doch keine Secrets entgehen. Okay, ich lass mir Secrets entgehen. Es wird wieder bunter. Hurra, hurra. Die Glücksbärchen sind wieder da. Okay, Moment. Kombos, Optionen, Steuerung. Gamepad hier. Tralalalalala, tralala, tralala. Hier, gehen, laufen, nicht vergeben. Es wäre natürlich am coolsten, wenn ich den Analogstick einfach nur ganz vorsichtig bewegen würde und dann würden wir langsamer laufen. Ich war auch der Meinung, das wäre so gewesen. Aber ich irre mich wahrscheinlich nur. Leider habe ich keine Tasten, also keine weiteren Tasten um, ne? Es sei denn... Nee. Die lässt sich gar nicht zuordnen. Rechter Analogstick, links, rechts, lässt sich nicht zuordnen. Wie wär's mit... Am F12 lässt sich nicht zuordnen, also rechten Analogstick... Moment. Ja, Steuerung... Aktionssteuerung... Ich weiß nicht mal, was Aktionssteuerung sein soll. Wie, ich hab doch ja... Ach, leck... Geh doch nach Hause, du alte Scheiße! Mensch! Ach so, das soll die Map sein! Wieso sagt mir das keiner? Moment. Oh Gott, das muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig drücken. Falls das so gemeint ist. Also, doch den Analogstick, aber super vorsichtig. Wie eine prima Ballerina. Prima Ballerina! Nicht so laut! Wie Solid Snake! Ach, scheiß drauf! Einfach mal drauf. Ist doch egal! So, weg mit der Waffe hier. Und tschüss. Das kann nur besser werden. So, schauen wir mal. Wir sind draußen. Frische Luft. Hurra! Vielleicht kommen wir hier weiter. Bestimmt kommen wir hier weiter. Irgendwo gehen wir immer weiter. Das muss so sein. Das ist ein Videospiel. Hui! Das will ich mir mal ansehen. Also ein Wasserfall? Ja, okay. Ja. Es muss Mineralwasser sein. Es kommt direkt aus dem Gestein herausgeschossen. Schützenswert. Tja, und ansonsten gibt's hier nichts. Weiter. Next Level. Da müssen wir hin. Denk ich mal. Doch zuvor. Suchen wir nach Secrets. Da leuchtet es rein, das sieht verdächtig aus. Und dort unten ist viel Platz. Kampfplatz. Ja, 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 ja. Gehen wir nach... Wo gehen wir hin? Hier nicht wissen, wohin gehen. Muss gucken. Ich nicht ganz wissen, wo können wir ringen? So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit.
über das Gelände. Auf die andere Seite kämen wir sowieso nicht. Das ist viel zu weit weg. Da hängen Ketten. Möglicherweise können wir auf die andere Seite. Ich will jetzt nicht versuchen, irgendwas Blödes zu tun. 100%ig werden wir was Blödes tun. Und das sollten wir in diesem Raum definitiv nicht, denn der Raum dort unten kommt mir sehr bekannt vor. Seht dieses Loch. Seht diese Spalte, wo man sich entlang hangeln kann. Da waren wir schon einmal und haben zünftig versagt. Erneut, ich spreche von uns in einem negativen Kontext. Das mache ich nicht absichtlich. Nur zum Teil. Ja, wir wollen definitiv irgendwie oben entlang. Tja, tja, tja. Aber, wenn wir nach rechts entlang wollen, wir kennen jetzt mittlerweile die Mechanik, müssen wir nach unten. Diesen Banner. Und das bedeutet, wir landen wieder ganz unten. Das will ich nicht. Ich will, dass es nach mir geht. Ich will. Wo sind meine Süßigkeiten? Ich will Schokolade. Vielleicht waren wir da auch noch nicht wirklich. Ich meine, es gibt, geben wird, tun, zwei Zeitepochen. Vielleicht sogar noch mehr. Wissen wir es? Wir wissen nur, dass wir durch die Zeit gereist sind. Mehr nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Unendliche Möglichkeiten. Wir wollten doch sowieso zu diesem Zeitpunkt reisen, wo der Sand der Zeit erschaffen wurde. In die Vergangenheit. Weit zurück. Um den Dahaka aufzuhalten. Spekulation. Dann probieren wir dies. Hui. Sieht gut aus. Ja, wir müssen nach unten. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will. Nein, hier. Hui, genau das. Da wird einem zum Kotzen schlecht. So, gib mir mal Sand. Dankeschön. Gut, dass die magischen Sand hier gelagert haben. Und vergessen haben. Wertvoll als Gold, sage ich euch. Okay, jetzt würde mich doch mal interessieren, weil man ja Dinge schieben kann, ob wir dieses Ding hier schieben können. Also im Prince of Persia Teil zuvor konnten wir ja auch Dinge schieben. Doch dazu waren wir in diesem Prince of Persia irgendwie noch nicht imstande. Was doch reichlich seltsam ist. Wo bleiben die Schieberätsel? Herzinfarkt! Wait. Die Perspektive irritiert mich, als gäbe es dort unten etwas. Aber das ist nur ein gewitztes Täuschungsmanöver, damit die in den Tod sprengen. Okay, dort kommen wir nicht hoch. Nö, keine Chance. Nope, sagt da irgendwer. Ich sag das. Also, nö. So, versuchen wir es mal mit... Nö, auch nicht. Moment. Wenn wir lange genug klopfen, kommen wir da nicht durch. Hat diese invertierte Maus? Auch zu. Ist alles verbleicht. Und vermoost und vermodert. Ja, wir können natürlich auch wieder hoch. Ah, und dann von dort oben aus. Wait. Ist dort unten doch noch irgendwas? Secrets? Energiecontainer? Nee, Moment. Vase. Vase meins. Na, da ist nichts drin. Dann war sie deins. Sorry, dass ich kaputt gemacht habe, Vase. War gute Vase. Hat viel Geld gekostet. Damals 3 Zloty 80.
Ja, dann, eigentlich hier, ne? Yippie-yay-yay. Ah, schaut mal. Ich nehme noch auf, gut. Ab und zu mal prüfen, ob ich noch aufnehme. Wäre nicht allzu schädlich. In erster Linie für mich. Denn dann muss ich alles neu aufnehmen. Da umleuchtet es auch, aber das ist wohl nur Licht. Bislang sah ich einfach nichts, was mich wirklich anschrie und so sagte: Secret! Oh fuck! Go home, you drunk! Oder ich bin es! Was ist das? Wer kann das Wasser nicht überqueren? Das könnte nützlich werden. Bändigen wir das Wasser! Hier bin ich, der Hacker. Interessant. Er hat ein Problem mit Wasser. Daher diese Wassertüren? Um den der Hacker abzublocken? Obwohl er sich genauso gut durch die Mauern schlagen könnte? Genial! So. Dann würde ich aber sagen, machen wir für heute Schluss, bevor wir erneut durch die Zeit reisen. Wir haben ja genug Unsinn angestellt, genug gefailt und so ein Scheiß. So, das war's erstmal hier von Let's Play Prince of Persia Warriors Waffeln mit mir, TrueMG. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und verfolgt mich auch weiter. Sowohl auf offener Straße als auch digital. Am besten schaut ihr dazu einfach mal in meine alten aktuellen oder sogar zukünftigen Videos, denn dann habt ihr immer was zu tun und denkt auch daran, bei meinen Kollegen auf gronk.de vorbeizuschauen, denn die produzieren auch wahnsinnig gute Videos. Und natürlich auch auf teamgronk.de, das ist nicht die Webseite, sondern das ist der Kanalname teamgronk.de. Da macht dieses wahnsinnige Volk ab und zu mal wahnwitzige, witzige Dinge, die witzig sind. Ja, das war's von meiner Seite und wir sehen uns dann irgendwo anders. Oder wir hören uns, in erster Linie wahrscheinlich hören und lesen. Lesen in den Kommentaren. Schreibt mal Kommentare, ich mag Kommentare. Kommentare sind gut, ja, ich mag Kommentare, lese ich gerne. Ja. Es ist eine coole Sache. Okay. Bis zum nächsten Mal dann und noch einen schönen Morgen am Tag. Drama-Musik! What's this? Der Hacker ist wieder da! Nöö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 ö